Ein richtiges Star-Aufgebot in der Star-Cook-Küche, ihr Lieben. Heute wird ein Dreigänge-Menü gekocht. Ich kann euch sagen, es wird nicht nur lecker, es wird lustig, es wird spannend. Und ich habe so fantastische Starköche an meiner Seite. Ich beginne hier mit Katha, dann habe ich die Malo und den Jo. Und was wir kochen, seht ihr jetzt. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr beiden Damen, dürft euch ausholen. Überlegt euch was Gescheites und Jo und ich, wir beide fangen jetzt an. Also bis gleich. Oh, wenn ich du hier also sehe in diesem Studio, ich glaube, du hast ja mal angefangen irgendwie was mit Studiotechnik, oder? Das ist richtig, ich war mal Lichttechniker. Und hat das nichts gebracht finanziell, dass du jetzt eher Influencer geworden bist, oder was? Es ist einfach eine Frage der Leidenschaft. Im Studio zu stehen ist schön, im Studio zu kochen ist noch schöner. Also eigentlich müsste ich jetzt dann der nächste Studiotechniker werden. Du übernimmst meine Rolle. Oder? Ja, schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Woher kommst du genau? Ich komme aus Köln. Familie. Ich habe eine wunderbare Ehefrau. Seit 7 Jahren sind wir zusammen. Wir haben 2 Kinder. Ach, 2 sogar? Ja, eine 5-jährige Tochter und einen 1-jährigen Sohn. Mein lieber Mann, habe ich komplett unterschätzt, aber macht nichts. So. Jetzt lass uns aber anfangen. Wir haben heute ja vor, 2 Dinge zu machen. Wir machen insgesamt ein 3-Gänge-Menü. Was wirst du dazu beitragen erstmal? Ich werde die Vorspeise beitragen. Ich habe hier ein italienisches Hartweizenbrot aus 100% Hartweizen mitgebracht. Damit werden wir eine Bruschetta machen mit einer Trüffelbutter, mit einer Trüffelcreme, schön angeröstet. Aber du bist ja auch, sagen wir mal, sehr erfolgreich auf deinen Channels mit Brotbacken, gell? Ja, die drehen sich nur ums Brotbacken und ich bin zufrieden mit dem Erfolg. Und heute willst du mir Konkurrenz beim Kochen machen, oder wie? Wir schauen mal, wie gut wir uns da ergänzen können mit meinem Brot und deinen Kochskills. Vielleicht noch eine Frage zu dem Brot, das wir heute nicht ganz speziell behandeln. Was ist so das Geheimnis eines guten Brotes? Zeit. Zeit ist das große Geheimnis von gutem Brot. Dieses Brot durfte knapp 24 Stunden reifen, bevor ich es gebacken habe. Und das ist wirklich der Faktor, der das Aroma bringt, der aus einem okayen Brot ein grandioses Brot. Kannst du das bitte mal durchschneiden? Ich würde mir gerne mal selbstverständlich auch unseren Fans erklären, wenn man so ein richtiges, schönes Brot kauft. Zunächst mal hört man ja hier dieses Geräusch von der Kruste. Und das in der Mitte hier ist die Krume. Wenn man hier zusammendrückt, dann riecht man hier vorne. Wenn es ein Sauerteigbrot ist, riecht man so diese Säure, genau. Diese Harmonie. Also ich kann nur sagen, wunderbares Brot. Und daraus machst du jetzt Bruschetta. So sieht's aus. Gut, dann darfst du gerne anfangen. Und ich mache jetzt, Leute, für euch so einen schönen Hefekranz. Ja, also einen richtig geflochtenen Kranz, den wir dann schön dekorieren zum Schluss. Hefeteig ist ja nicht so einfach für manche zu Hause, aber wir haben bestimmte Dinge beachtet, ist gar kein Problem. Also wir fangen jetzt hier an, wie wir die Milch warm machen. Das ist ganz wichtig, eine Milch, die darf bei einem Hefeteig niemals zu heiß sein, weil wenn ich sie zu heiß mache, dann geht diese Hefe, das ist ein Pilz sozusagen, ein Hefepilz, wirkt dann quasi, dass also Sauerstoff oder Luftbläschen in den Teig kommt und dadurch wird der Teig locker. Und das ist ein bestimmter Prozess, in dem ich erstmal ein bisschen Zucker in die Milch gebe, weil das ist Nährstoff für die Hefe. Und dann gebe ich die Hefe dazu. So, rühre es glatt. Also ungefähr 45 Grad, das kann man auch so feststellen, wenn man den Finger reinhält hier. Und wenn das so ein leichtes Prickeln am Fingernagel gibt, dann habt ihr da schon die Sicherheit, dass es nicht heiß ist, aber dass es so ist, wie es sein muss. So, das ist bei mir okay. Jetzt tun wir das runter. Und dann mache ich als erstes das Mehl in den Kessel. Und du was? Jo. Ich schlage jetzt hier schon mal die Butter auf, da werde ich gleich den Trüffel reinreiben, das ist Parmesan und mit einem Rahm mit Muskatnuss abschmecken. Lass uns kurz, ich mache gerade noch schnell die Milch rein, weil ich möchte schon mal anfangen zu kneten. Ist denn insgesamt Hefeteig, ich habe gerade gesagt, dass es für viele Leute zu Hause eine Herausforderung ist, das wirklich so auch, hast du auch viel Resonanz bei deinen ganzen Followers, die schreiben Brot backen, Hefeteig, Sauerteig. Wie ist es heute? Die Königsdisziplin ist natürlich Sauerteig. Sauerteig ist dein Natursauerteig, der aus wilden Hefen und eben den Mikroorganismen, also Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien, damit das Brot lockert im Vergleich zur Hefe, die eben nur ein industriell gezüchteter, reiner Pilz ist. Mhm. Und durch diese besondere Beschaffenheit des Sauerteigs, des Natursauerteigs, ist das Ganze ein bisschen unberechenbarer und man muss viel auf die reifen Zeichen im Teig achten, als eben auf Zeiten, die jetzt sind. Das kann man alles bei dir sehen auf deinen
Kanäle. Auf meinem Instagram-Kanal, auf meinem TikTok-Kanal, josemola, jo.semola, erkläre ich das alles in verschiedenen Videos, auch jeden Tag in meiner Story, kann man mich da bekommen. Ich habe jetzt noch dazugegeben hier erstmal den restlichen Zucker, zwei Eier, Zitronensaft und Schale. Und ich mache jetzt so ein bisschen Bittermandel-Aroma rein. Findest du das gut beim Hefeteig? Ja, absolut. Ja, so ein paar Tropfen. So, und dann habe ich noch zum Schluss, und das ist jetzt wichtig, beim Backen immer, auch bei süßen Teigen, ein bisschen Salz. Also eine Prise Salz. Prise Salz. Aber nicht direkt zur Hefe, sondern auf die Seite, damit der Teig nachher nicht so viel gebrochen wird, weil wenn ich jetzt die Hefe mit Salz zusammenbringe, dann geht die Hefe nicht richtig auf. Ja? Dem Mann kann ich nichts beibringen. Okay, das tut mir leid. So, jetzt komm, mach dein Brot. Ich erkläre mal kurz was zum Thema Trüffel. Das ist ja dieser schwarze Wintertrüffel. Und dieser Wintertrüffel natürlich ist etwas Besonderes. Am besten ist natürlich der Trüffel, dieser schwarze Trüffel von November bis Januar. Ich schneide ihn jetzt mal durch. Dann seht ihr ein typisches Merkmal. Der Wintertrüffel, der ist hier in der Mitte, seht ihr das? Richtig schwarz. Der Sommertrüffel ist relativ weiß, also fast weiß vom Blick. Das ist ja auch der Unterschied, kann man sofort erkennen. Und dann ist es der Geruch, oder? Das ist der Hammer, das ist super. Also der Trüffel riecht richtig perfekt. Was hältst du von Trüffelöl? Das ist auch so eine Diskussion, wie die Leute über Trüffelöl. Ja, Trüffelöl ist natürlich eine kostengünstigere Alternative zum Trüffel. Ist dann auch, sag mal, für den alltäglicheren Gebrauch ein bisschen besser einzusetzen, aber den richtigen Geschmack, den tollen Geschmack, den ist. Ja. Du hast jetzt reingegeben, ja? Ich schreibe jetzt gerade noch Parmesan rein. Ja. Also einfach Butter aufschlagen, Parmesan. Und was ist das für die Creme da? Das hier ist einfach Sauerrahm. Den gebe ich dann noch dazu, um das Ganze ein bisschen cremiger zu kriegen. Dann schmeckt es, wie gesagt, mit hart und mit salzigem Pfeffer. Und das, wie wird denn das Brot jetzt geröstet? Das Brot röste ich einfach ohne irgendwas? Ohne. Ja, aber dafür nehme ich die Butter, ja, ich habe nicht hier die Butter, weil jetzt kommt die Butter bei mir rein in den Hefeteig. Da könnt ihr sehen, schon mal kurz, da seht ihr so, wenn ich da dran fasse, der ist lang genug geknetet, das machen auch viele Leute immer falsch. Jetzt kommt die Butter rein, ihr seht, nicht zu sparsam. Und dann nehmen wir zum Schluss diese ziemlich warme Butter unter und das ergibt jetzt so einen richtig schönen, glatten Hefeteig. Ja, das läuft alles von alleine. Und wir können uns jetzt hier um diese Diskette beim Jo. Warum Jo? Jo ist ein Spitzname, mein richtiger Name ist Johannes. Ah, Johannes und Jo. Ja. Ja? Wann hast du Namenstag im Sommer, glaube ich, ne, Johannes? Weißt du gar nicht. War eine falsche Frage, oder? Gibt es sogar gar nicht mehr. Aber schau, damit es leichter ist. Ja. Es ist einfach, du gehst jetzt her und wirst einfach die Schüttel kurz hier auf den Induktionsherd stellen. Und dann löst sich das, siehst du? Ja. Jetzt gibt es einfach noch einen Löffel. Dann löst es inzwischen raus. Das ist aber die Rolle, die wenig Masse. Ich drücke dann einfach hier raus so, und dann kannst du es so schön ausdrücken. Ja? Die Butter war nicht zu fein. Das ist besser, wenn man zimmerwarme Butter nimmt. Aber das geht jetzt vielleicht. So. Die vergrößern sich schon. Jetzt kommt die Masse. Würstchen. So, kannst du schön weiterschlagen, jetzt muss man die Höhe. Ich gucke, was mein Teig macht. Ja, das dauert noch ein bisschen. Jawohl, das ist okay, das man muss ja nur, wenn die Brücke nicht bestimmt mit Zinn rein gehört, dann geht es einfach. Noch ein bisschen mehr Parmesan rein. Ja, Parmesan ist also dieser typische Umami-Geschmack, das ist der Geschmack, den man nimmt, um etwas abzurunden. Deswegen gibt es ja auch viele Nudelgerichte oder auch Pizza und so, wo man Parmesan drauf macht. Ich gucke mal nach dem Brot jetzt, ich habe gerade immer geschoren vorhin, dass es schön braun wird, oder? Das dauert noch, ne? So, mein Teig knetet hier schön, der wird schön klar. So, soll ich den Trüffel schon mal holen? Ja, sehr gerne. Schön, danke. Na, das ist jetzt Luxus-Butterbrot, gell? Ja. Ja? Da gibt es Muskat rein, das soll noch vor. Ah, Muskat. 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro und zum Schluss mein Fingernagel, oder? Guck mal hin. Das ist wie. Wow. Schau mal hier, das ist doch mal Wahnsinn, oder? Das ist doch mal ein gescheites Butterbrot, Leute, zu Hause. Da kannst du mal sagen. Das lohnt sich. So, jetzt geht es langsam los, jawohl.
Das ist extrem so. Ich glaube, mein Teig ist jetzt fertig. So, jetzt zeige ich euch das mal, wie so ein Teig aussehen muss. Ja, der muss sich also hier, das ist auch wichtig, dass man so einen Teig, glaube ich, jo, das wirst du bestätigen, lang genug knetet. Ja, die Leute haben immer das Problem beim Teigkneten, dass der einfach nur so kurz geknetet wird. Ja? Viel zu kurz meistens, ja. Ja, so, schaut mal hier rein. So. Ich würde den sogar noch ein bisschen länger kneten. Noch länger kneten, jetzt kommt. Mit, warum wird es so länger? Die Frage ist ja gut. Weil sich dadurch die Glutenketten verlängern und verstärken und du dann eben viel festeres Teiggerüst bekommst. Viel stabileres Teiggerüst. Also ich lerne gerne dazu, guck mal. Deswegen haben wir ja hier unsere Fans, die jetzt diesen Kanal anschauen. Dann lassen wir es nochmal laufen. Ich habe kein Problem. Macht ja alles die Maschine. So. Gut, dann können wir uns aufs Brot konzentrieren, oder? Jetzt ein bisschen Öl dazu. Ja, ein bisschen Öl, Olivenöl. Warte. Ich komme dann. Ja, da haben wir ja Olivenöl drauf hier. Das war ein bisschen, das Brot ist natürlich fetter, aber es ist natürlich durchhaltig. Dann drehen ein bisschen das Öl in den Sofortfalls und dadurch wird das richtig viel geleuchtet. Dann gibt es eine sehr braune Farbe. So, mein Teig knetet noch. Junge, mein Löffel her bitte. Ah, so macht es schon mal Sinn. So, guck mal rein hier in den Teig bitte, was meinst du dazu? Ja, sehr schön. Besser jetzt? Besser. Also, das riecht auch wahnsinnig gut mit dem Mandelaroma, gell? Mhm. Das ist intensiv, das ist total. So, das ist schön. Und dann ist ja wichtig, dieser Hefeteig muss mehrmals gehen. Gell? Das wissen ja die Leute zwar zu Hause auch, aber es ist wichtig, dass man den jetzt erstmal gehen lässt. Dann, wenn man den Kranz geflochten hat, muss man den gehen lassen. Und dann erst kommt der in den Ofen. So, also wir legen da drauf jetzt einfach so ein schönes Küchenhandtuch und dann lassen wir den stehen. Ne? So, dann warten wir mal, was daraus wird, oder? Sehr schön. So, ja, wir können hier auch loslegen. Wir legen die Brote da drauf vorne oder wo machen wir die? Oder hier, hier in der Mitte. Direkt. Rausnehmen, ich kann hier rausschalten. Wir haben ja vorhin schon kurz über das Brot gesprochen. Also das ist jetzt alles nur Hartweizenmehl, deswegen auch die gelbe Farbe. Deswegen die gelbe Farbe, deswegen die sehr feine Porung. Das ist natürlich für, gerade beim Sauerteigbrot, hat man im Gegensatz dazu meistens eine sehr, sehr, sehr grobe Porung. Brot, wie wir drauf? Ja, einfach drauf. So? Ja. Mein lieber Mann, das ist ein Marsch. Jetzt gehst du, streust du den Trüffel drauf. Das ist deine Verantwortung. Und das ist natürlich, wenn ich ein frisches Brot backe, gerade wenn es ein Rezept ist, das ich zum ersten Mal backe, dann probiere ich das immer erstmal nur mit Butter und Salz. Aber das ist natürlich jetzt die Premium-Version davon. Frisches Brot mit Buttercreme und Trüffel und Salz und Pfeffer. Der kommt jetzt gleich nämlich noch drüber. So. Mal alles drauf. Ja. Noch ein bisschen abschmecken. Wir legen es natürlich da vorne hin, schön, dass man das auch schön präsentieren kann. Das ist immer wichtig. Leute essen mit Liebe anrichten, nicht einfach so sagen, iss jetzt, sondern das muss man schon auch mit Liebe präsentieren. Kommen lassen, das machen wir noch da drauf. Was hast du noch drauf gemacht, Salz? Ja, Pfeffer habe ich jetzt drauf gemacht. Da ist noch, ja. Ein bisschen grobes Meersalz drüber. Mhm. So, aber es muss auch schmecken. Das mache ich doch. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, optisch bin ich sehr zufrieden. Ich sag dir gleich, ob ich zufrieden bin. Bin gespannt. Also ich bin zufrieden. Also Leute, bevor jetzt die Malu kommt, lasst uns einfach in Ruhe fertig essen. Wir sehen uns gleich.